Hallöchen zusammen aus Next Gen Mod-Vorstellung. Ja, heute mal wieder was anderes und zwar eine Mais-Trocknungsanlage. Die gute Mod hat gerade mal 8,2 Megabyte, also sehr schlank gehalten. Das ganze Ding benötigt Global Company und zwar die aktuelle Version hier jetzt auf hier bei mir die 1.7.1, glaube ich, war es. Und ist zu finden bei Global Company. Ein kleines Problem hat die gute Anlage, aber ich sage, das sage ich euch gleich, sobald ich soweit bin. Das ist die Anlage hier. Kostet 56.000 Euro, was ja relativ harmlos ist und vor allem, ja, könnt ihr sie halt wieder platzieren hier. Ich habe das schon auch hier gemacht schon. So sieht die ganze Anlage aus. Was hier gleich auffällt, endlich mal wieder eine Produktion, die nicht bloß so ein Teil zum Reinkippen und gut ist, sondern ein bisschen ein Häuschen drumherum und vor allem auch für kleine Maschinen. Also hier kommt man mit Sicherheit nicht unbedingt mit riesen dicken Anhängern durch. Also das könnt ihr gleich wahrscheinlich vergessen. Ich habe es jetzt hier anders gelöst. Hier kann man hochfahren. Ich habe mir jetzt hier mal ein kleines Glas geschnappt. Hier sind auch Anzeigen dran. Hier könnt ihr praktisch sagen, okay. Da könnt ihr auch mit Anhänger reinfahren oder wie ich jetzt hier einfach auch mit einer Schaufel. Hier geht er einfach rein und dann könnt ihr praktisch das hier auch reinkippen. Gucken wir mal, ob wir das hier auch ein bisschen sichtbar hinkriegen. So, die Anlage verarbeitet in der Stunde wohl circa 4000 Liter. Und es passen 32.000 Liter an Mais scheinbar rein. Also ist wie gesagt eine Maistrocknungsanlage. Normaler Mais, frisch geerntet, hier rein. Nachher getrocknet wieder raus. Zum ersten, da oben sieht man die Anzeigen, hier praktisch was reinkommt. Hier wahrscheinlich dann was rauskommt. Werden wir gleich mal testen hier. Das Problem an der ganzen Sache ist, hier steht es Propangas. Sie braucht hier irgendwas zum Arbeiten. Das Problem, wie ihr seht hier, es gibt leider, leider, leider keine Gasflasche oder so. Es gibt einfach nichts. Vielleicht ist es auch absichtlich so nicht vorgesehen. Allerdings, Plan B natürlich klar. Wir können hier bei Global Company STRG und G drücken. Zumindest bei mir könnt ihr hier in Produktionsübersicht gehen, hier reingehen und könnt hier praktisch sagen: Jo, Propangas, ich komme. Wir kaufen hier einfach ein bisschen und sagen wir mal, wir kaufen jetzt mal 500 Liter Propangas für 850 Euro. Und jetzt geht die Anlage auch schon in der Stadt hier und es geht schon los. Man hört's. Ich mache jetzt mal den Dinger hier aus. Na. Jetzt verarbeitet die das mit dem Propangas. Wir gucken auf der Seite, da raucht es auch ein bisschen oben raus hier. Ihr seht es hier, hier qualmt's. Ja. Sonst sieht man jetzt hier nicht wirklich viel was. Ob die Anlage nachts leuchtet, weiß ich nicht. Ich habe noch keinen Lichtschalter gefunden hier. Was natürlich richtig toll wäre, aber wir können das ja gleich mal probieren. Man sieht jetzt schon, na, man sieht noch nichts. Wir spulen mal ein bisschen vor hier die Sache. Zum Glück können wir hier das alles schön machen. Wir spulen mal vor. Wir gucken auch gleich mal, ob die Anlage auch nachts funktioniert. Also leuchtet. Also ihr seht jetzt hier oben, der Mais ist raus. Hier ist praktisch der trockene Mais wieder drin. Ihr seht jetzt auch hier, Propangas hat 3%. Also im Endeffekt 3% sind noch übrig. Also es braucht schon einiges. Aber ich zeige auch gleich mal, was das Ding uns bringt an Geld. So, wir hängen jetzt mal die Anhänger an, fahren rein und wie gesagt, keine große Maschine bitte nehmen. Das wird nicht funktionieren. So, hier ist praktisch die Ausgabe von dem getrockneten Mais. Trockneter Mais, hier steht es auch schon. Wir haben jetzt praktisch 940 Liter getrockneter Mais. Mehr gab es nicht. Ja, das war alles. Sieht dann auch so eine Struktur aus. Ihr seht es hier jetzt ein bisschen. Sieht auch schön aus. Und das Ganze
könnt ihr dann verkaufen in der üblichen Verkaufssachen hier, beispielsweise auf Ravenport hier, in dem Hafenspeicher, im Getreidespeicher, in der Ranch und im Restaurant. Und ihr seht hier, es gibt immerhin schon 1045 Euro. Es war da vorher noch ein bisschen höher der Preis. Aber ja, es gibt also schon ordentlich Geld dafür pro 1000 Liter natürlich. Also das würde sich dann schon lohnen, da Mais trocknen zu lassen. So, ja, jetzt gucken wir, drehen wir das Ding noch ein bisschen auf die Dunkelheit vor. Mal gucken wir mal, wie das Ding aussieht hier, ob das jetzt funktioniert mit dem, dass es nachts leuchtet hier. Das werden wir jetzt gleich mal wissen hier. So, und ihr seht selber, das Ding leuchtet hier nachts schön. Funktioniert also, ne? Auch hier drin. Also ihr könnt nachts ja auch ohne Probleme hier drin arbeiten. Das funktioniert. So, das soll es wieder gewesen sein. Viel Spaß damit und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.